Willkommen, meine hochverehrten Total Warhammer 3 Freunde, Freunde des gepflegten Multiplayers und natürlich auch des Dramas. Lasst mir gerne das Abo da, falls ihr mehr Multiplayer sehen wollt. Macht auf jeden Fall einen Unterschied. Und heute sehen wir ein Matchup aus dem Warhammer 3 Turnier auf meinem Kanal. Und zwar aus dem Sekundär-Bracket zwischen Solgord, der hier in grün antritt, und Phoenix King in rot, Imperium gegen Kislev. Ein sehr interessantes Match, aber ein ähnliches Matchup hatte ich tatsächlich auch gegen den Phoenix King. Leider konnte ich es nicht mehr casten, weil dann kam nämlich der Patch, der mein Replay zerhauen hat. Das tut mir sehr, sehr leid. Solgord und Phoenix King, wir können einmal sehen, Solgord hat sich bisher durch viele Spieler durchgeschlagen, genau wie Phoenix King, der dann gegen mich ausgeschieden ist. Immerhin, na, immerhin habe ich einmal was richtig gemacht. Übrigens, falls ihr den Kanal supporten wollt, könnt ihr gerne bei Patreon mich supporten oder ihr schaut auf meinem MMOGA-Link in der Videobeschreibung vorbei. Gibt es zum Beispiel die Warhammer Trilogie für 34 Euro und ich denke, für den Preis kann man das machen, trotz des Dramas und dem tendenziellen, potenziellen Untergang von Creative Assembly, ne? Shogun und so kriegt ihr auch. Okay, genug davon. Wir sehen uns einmal die Armeen an. Auf der Seite von Soul Gods Imperium sehen wir eine Großkanone, zwei Großkanonen und drei Kriegswagen. Was zur Hölle? Nein, vier Kriegswagen. Davon zweimal mit Mörsern und zweimal mit normalen Musketen. Das habe ich so gut wie noch nie gesehen. Ich denke mal, er weiß was, was ich nicht weiß. Viel Mobilität, sehr viel Artillerie und wir haben Schwertkämpfer, 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 Schwertkämpfer in der Frontlinie. Sieht jetzt, wo ich ein bisschen Shogun 2 gespielt habe, so echt aus wie Comic-Style, wie sie kämpfen und wie sie sich bewegen und wie sie aussehen, aber hey, ist ja auch nicht furchtbar. Ist halt so der Artstyle. Speerträger im Hintergrund, Speerträger, Speerträger, was praktisch Schwertkämpfer sind mit leicht anderen Werten. Wir haben außerdem einen grauen Zauberer dabei und grauer Zauberer mit Schattengrube sehr hoher Damage gegen gebloppte Bärenreiter für Kisleviten und Melkox Miasma. Kommt immer gut zum Verlangsamen und ein bisschen Schaden machen. Und als General haben wir Volkmann den Grimmigen auf Ferdinand. Und Ferdinand und seine Buffs hat natürlich auch die Heilung dabei, ist immer gut. Bisschen Cavalry ist dabei, um Gegner wahrscheinlich zu verfolgen und vom Spielfeld zu jagen. Aber der Kern dieser Armee ist, wie ich selten gesehen habe, diese Kriegswagen und Kanonen. Mal sehen, ob er das Ganze schützen kann. Auf der Seite von Phoenix King Kisleviten sehen wir diesmal interessanterweise was ganz anderes, als er gegen mich mitgenommen hat. Keinen, nicht den, beziehungsweise nicht den, was ist ja auch Meta, ne? Das ist ja, also gibt ja normalerweise den Meta-Heilblock plus Plänkler. Die Imperium hat zum Beispiel jetzt viele Plänkler mitgenommen. Hier sehen wir was ganz anderes und bin mal gespannt. Das gefällt mir immer, ein bisschen was anderes außer den Standard zu sehen. Kosovurische Derwische, leichte Kavallerie, Flügel-Ulan, Ansturm-Kavallerie mit Lanzen, noch mehr kosovurische Derwische und die Unheil aus den Wäldern, Einheiten, die überhaupt gar keinen Sinn hat, warum Kislev die eigentlich haben sollte. Aber jetzt haben sie, weil jede Armee muss wohl ein Hunderegiment bekommen. Auf der linken Flanke gibt es also ein Kavallerie-Segment, auf der anderen Flanke ebenfalls Flügel-Ulan, kosovurische Derwische und Unheil aus den Wäldern. Viel Rüstungsdurchdringung. Was für eine merkwürdige Einheit. Warum hat Kislev die bekommen? Seid vorsichtig, das ist die Beschreibung. Seid vorsichtig, Männer. Der Tod könnte hinter diesen Bäumen lauern. Was für ein Geschwätz. Okay, Creative Assembly da. Auf jeden Fall epische Entscheidung. Ansonsten haben wir gepanzerte Korsaren dabei. Noch mehr gepanzerte Korsaren. Noch mehr gepanzerte Korsaren. Und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Frontlinie, die auch ein bisschen schießen kann. Und im Hintergrund noch mehr Kavallerie. Wahnsinn, Kavallerie bis zum Abwinken und eine Zarina als Generalin. Was hat sie dabei? Kuss der Eisjungfer, Todesfrost für Direktschaden und ein bisschen Atemsprüche. Und das war's eigentlich. Also was werden wir hier sehen? Die Kavallerie wird von links und von rechts und während die Infanterie von vorne kommt, das Imperium so schnell wie möglich überrennen. Das Imperium muss mit der Artillerie so viel Schaden wie möglich haben. Wobei jetzt Kislev nicht sehr viele High-Value-Targets anbietet, um sie ja, durch Mörser oder durch Kanonen kaputt zu schießen. Ich bin mal sehr gespannt, wie dieses erste Match ausgeht. Legen wir los.
Wir sehen uns das Ganze erstmal aus der Vogelperspektive an, aus der wir alles sehen können. Ja, und es wird genau das passieren, wie natürlich erwartet. Die Kavallerie flankiert von beiden Seiten, während der Hauptthrong der Gisleviten einfach frontal auf das Imperium zuläuft. Naja, also auch wenn ich mich vorher ein bisschen lustig gemacht habe um die comicartige Darstellung von Tolo Warmer. Es sieht schon ziemlich cool aus. Also, es sieht auf eine Fantasy-artige Art und Weise ziemlich cool aus. Im Gegensatz zum Beispiel Shogun 2, das auf eine sehr realistische Art und Weise ziemlich cool aussieht. Und da fliegen die Geschosse. Flügelulan versuchen, die Kriegswagen einzusammeln. Aber die Kriegswagen sind jetzt nicht schlecht. Und jetzt gibt es einen Melkox Miasma, auch noch sehr, sehr gut, um Gegner zu verlangsamen. Dummerweise, muss ich mal kurz gucken. Denn eine Sache, die so richtig kaputt ist bei den Sprüchen, und ich frage mich, warum das so ist, die Verlangsamung von Melkox Miasma verlangsamt zwar die Flügel-Ulan auf 63 Geschwindigkeit, aber die Verlangsamung zählt nicht auf Angriffsgeschwindigkeit. Das heißt, weil sie gerade die Kriegswagen angreifen, macht es überhaupt gar nichts aus. Ihre Geschwindigkeit ist genau identisch wie vorher. Das ist so total merkwürdig, warum Creative Assembly das gelöst hat. Nun ja, auf jeden Fall sind die Kiesleviten schon da. Und die Flügel-Ulan als eines der teuren Regimenter haben jetzt allerdings einiges an Feuer gefressen, ohne viel wirklich daraus gewonnen zu haben. Die Kanonen haben sie dezimiert, aber allein, ich meine, es war auf jeden Fall schon mal wichtig, um das Imperium bei Laune zu halten, damit ihnen nicht zu sehr langweilig würden. Die Flügel-Ulan suchen sich langsam aber sicher einen guten Angriffspunkt. Die Zarina von Kislev ist ganz alleine vorgesprungen und lässt ihren Bär jetzt einfach mal die ganze Arbeit machen. Prügelt den einen oder anderen Schwertkämpfer kaputt. Das kann sie auch machen. Momentan sucht Kislev mit Kislev immer noch einen Weg rein. Hier hinten sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, um die Gegenstände Ritter des Imperiums auszuschalten. Aber die Ritter des Imperiums sind, denke ich, den Flügel-Ulan und Co. noch überlegen, einfach wegen ihrer hohen Rüstung. Ich meine, kosovodische Derwische haben bestimmt keine Chance, ja, abgesehen darauf, außer wenn sie vielleicht den Charge instantan bekommen. Aber diese Imperiumsbox zu knacken, könnte eine große Herausforderung für Kislev darstellen. Sie wollen auf jeden Fall ganz in rein zu den Kriegswagen, die alles kaputt schießen. Und die Kriegswagen lassen sich nicht so leicht blockieren. Übrigens, seit dem neuen Update kann ja Kavallerie deutlich besser aus Nahkämpfen wieder herausgehen, was diese Armee der Kisleviten nochmal deutlich schneller macht und stärker macht. Und okay, langsam aber sicher wird hier auf der linken Seite durch wiederholte Charges mit Flügel-Ulan und den Unheilen aus den Wäldern das Imperium zerlegt und die wertvollen und köstlichen Kriegswagen werden nun von dieser merkwürdigen kislevitischen Einheit, die weiterhin überhaupt gar keinen Sinn ergibt, niedergemacht. Aber gut, die ganze Fraktion Kislev war bisher noch so ein bisschen merkwürdig. Was sehen wir hier? Was wurde hier gecastet? Ich habe es gerade nicht gesehen. Schadensresistenz hier für die Einheit und Kislev nebeneinander. Aber ich glaube, das sieht nicht gut aus für das Imperium. Die Formation ist geknackt worden. All die ganzen Fernkampfeinheiten konnten nicht geschützt werden gegenüber all diesen anstürmenden Kavallerieeinheiten, die die Kisleviten reinbringen. Obwohl man als Kräfteverhältnis sagt, es ist noch nicht aller Tage Hagen. Eine sehr schöne Schattengrube, die wir gerade gesehen haben vom Grauen Zauberer. Er hat schon 84 Kills gemacht, hat sich also auf jeden Fall gelohnt. Ich meine, die Zarina selbst ist außerdem noch extrem gefährlich, weil ihr Bär, der gibt ihr, da können wir sie anklicken, viel rüstungsdurchdringender Schaden, macht sie sehr gefährlich zusammen. Also im Nahkampf ist sie natürlich auch sehr gefährlich, weil sie Caster ist, auch wenn die Eismagie jetzt nicht die krasseste aller Magierarten ist. Man folgt mit der Grimmig, ist okay, aber er ist halt kein Nahkampflord. Und das Kräfteverhältnis sieht aus irgendwelchen Gründen immer noch das Imperium leicht im Vorteil, aber ich kann hier aus der Situation, das sind beim besten Willen selbst nicht raussehen. Ritter des Imperiums sind auf der Flucht mit noch 32 Modellen, gefolgt von billigen kosovotischen Derwischen. Ja, die Kombination, also einfach, ja, es war Phoenix King, der hier unter seinem Smurf-Namen Dwarf Require No Skill, hat hier, denke ich, genau die richtige Entscheidung getroffen, um das Imperium zu zerstören. Wenn ihr seht, der Gegner hat den Artillerie-Vorteil, dann müsst ihr eben sofort angreifen. Klar, in dieser
Armee, die Kislev mitgebracht hat, gab es ja sowieso gar keine andere Möglichkeit vorzugehen. Das war eine Ansturmarmee durch und durch. Und das Imperium hat sehr viel auf Fernkampf, auf Artillerie gesetzt. Und wenn man das tut, ja, dann. Aber das, vier Kriegswagen und zwei Kanonen, das ist wirklich richtig heftig. Wir werden wahrscheinlich gleich am Ende im Abschlussbildschirm sehen, wie viele Kills sie gemacht haben. Ich befürchte, es waren nicht so sonderlich viele. Die Kavallerie ist einfach durchgebrochen und deswegen gibt es vom Imperium jetzt auch nichts mehr. Und ich denke mal, wir können den Rest beschleunigen, weil das Ding ist zu Ende. Das Einzige, was mich wundert, ist, dass Volkmar immer noch dabei ist. Ja, die Fähigkeit von Kislev immer noch sich zu sammeln, kurz bevor sie ausgeschaltet sind, die ist schon relativ stark. Das ist nicht schlecht. Ich meine, Volkmar der Grimmige lebt immer noch, castet immer noch um sich herum. Kann er hier doch noch gewinnen? Nein, die ganze Armee ist weg. Das Ding ist aus. GG auf jeden Fall an Phoenix King in dieser Runde. Soul God mit Imperium steht jetzt 0-1. Also 1-0 für Phoenix King. Das ist wirklich. Meine Güte, Volkmar der Grimmige gewinnt. Ich nehme alles zurück. Volkmar der Grimmige gewinnt gegen die Zarina. Wie kann das denn sein? Ist das seine Regeneration? Na, jetzt ist er tot. Okay. Da. Aber hat besser gehalten, als ich mir gedacht habe. Wir haben Kanonen mit 300 und 400 Gold wert. Die Mörser mit 500 und 400 und die Kriegswagen mit 600 und 500. Das ist okay. Meine ist nicht schlecht, aber sobald sie halt weg waren, war es halt zu Ende mit ihnen. Kosovotische Derwische haben ein bisschen Schaden gemacht. Schaden generell verteilt bei den Flügel-Ulanen. Und oh meine Güte, das Unheil aus den Wäldern mit 1617 Schadens wäre dann wahrscheinlich auch Einheit Schlacht begleitet. Aber ja, die Defensivbox geknackt und das war das Ende für Soul God in diesem ersten Matchup. Und nun springen wir in die zweite Runde. Im zweiten Matchup, und ihr wisst, die Fraktionen werden immer zufällig ausgewürfelt, hat Soul God Nurgle mit Dr. Festus bekommen, wohingegen Phoenix King mit seinen Waldelfen Drücher erhalten hat. Waldelfen, meiner Meinung nach immer eine, ist wirklich ein sehr, sehr gefährliches, eine sehr gefährliche Armee. Glaskanonen, die wirklich extrem viel Schaden verursachen können. Man muss sie allerdings auch sehr gut spielen, weil, ja, einmal nicht aufgepasst, da sind sie tot. Und da ist Nurgle wirklich genau diametral davon, auf der anderen Seite, nämlich mit denen muss man vielleicht nicht ganz so aufpassen, weil was sie haben, ist viel Standhaftigkeit. Ein Blick in die Armee. Chaoskrieger des Nurgle sind dabei. 49 Nahkampfabwehr, 100 Rüstung, Giftschaden. Die kriegt man kaum tot. Und silberne Schilde auch noch. Ja, warum die Zwerge doch noch zum Teil keine silbernen Schilde haben, ist mir ein Rätsel. Dazu die obligatorischen Kriegshunde, weil Creative Assembly hat entschieden, alle Fraktionen müssen Kriegshunde haben. Kriegshunde mit Gift, soweit zum fliehende Einheiten, um Fernkämpfe zu binden. Im Hintergrund haben wir noch ein paar Chaos-Ritter des Nurgle. 57 Nahkampf, 120 Rüstung. Viel, viel Rüstung dabei. Und was haben wir noch? Noch mehr Chaos-Ritter. Ziemlich viele Chaos-Ritter. Und natürlich den Todesblob. Also den Helden-Blob, der sehr viel Damage in sehr kleinem Raum ansammelt. Manche finden Total War Warhammer deswegen irgendwie so ein bisschen doof, weil Helden einfach so unvorstellbar stark sind und das ein bisschen die ganzen Armeen in ihrer Wertigkeit so ein bisschen rauszieht. Aber so ist eben Total War Warhammer. Helden sind hier wichtiger. Die haben viel Rüstung zu dringender Schaden, viel Nahkampfangriff, viel Abwehr und natürlich ist Dr. Festus noch dabei, der auch nicht zu unterschätzen ist. Mit ekelerigen Heimsuchen, fleischigen Überfluss und kann auch heilen, wenn er möchte. Aber eine relativ einfache und überschaubare Armee. Frontlinie geht vor, die Kavallerie greift von der Flanke an und die Helden versuchen den gegnerischen Lord zu töten. Auf der anderen Seite von Phoenix King sehen wir Tiefwaldkundschafter mit geschwinden Pfeilen. Vielleicht genau die richtige Wahl hier, weil die geschwinden Pfeile hauen viel mehr Schaden raus in kurzer Zeit. Sie schießen ja immer zwei Pfeile raus anstatt ein und sind allerdings dafür mit nicht so guter Reichweite ausgestattet. Aber gegen Nurgle, die im tendenziell nicht so schnell sind, ist es vielleicht noch okay. Wobei zugegebenermaßen, die sind Chaosritter dabei. Das tut ihnen natürlich nicht gut. Sehr viele Tiefwaldkundschafter mit geschwinden Pfeilen in der Frontlinie. Dazu nochmal Kriegsfalkenreiter
auch Fernkämpfer. Und mit ihrem rüstungsdurchdringenden Schaden können sie im Ansturm auch noch richtig, richtig unangenehm Ärger machen. Und Nurgle hat absolut nichts, um das zu kontern. Keine einzigen Plänkler mitgebracht. Dann haben wir im Hintergrund noch Wildreiter mit Schilden auf der einen Seite und Wildreiter mit Schilden auf der anderen Seite. Und wir haben nochmal die Jäger von Kölnus, also dreimal Wildreiter. Übrigens auch so eine fragwürdige Sache, warum Creative Assembly, nein, ich bin nicht fragwürdig, ja, das ist ja klar, warum sie diese ganzen komischen Color Swap Regiments of Renown reingebracht haben, für die man zahlen muss. Ja, bisschen pay to win ich. So war es, nicht wahr? Sind die Besten. Sind die Besten. Vielleicht sollten wir mal ein Turnier ohne die legendären Einheiten machen, aber sei es drum. Sind dabei und sind hier, um zu bleiben. Ewige Wache sind zweimal dabei, nee, einmal dabei und einmal Bannwaldläufer. Elite-Bannwaldläufer mit Stufe 9, dafür gibt es Bonuspunkte. 59 Angriff, 45 Abwehr, Rüstungsdurchdringen, Bonus gegen Groß, besonders im Wald. Und Rüecher ist dabei. Und was kann Rüecher so? Kann um sich herum buffen. Nahkampfangriff-Buffs, die gar nicht so schlecht sind. Sie kann Dryaden beschwören, Melkox-Miasma haben und noch die Schattengrube. Gut gegen gebloppte Kämpfe und damit hinein in die erste Schlacht. Und wenn ich zwei erste Schlacht meine, meine ich die zweite Schlacht. Es ist das Match Game für Phoenix King hier in Rot. Mal sehen, wie die Salven der. Der Tiefwaldkundschaft nicht ausgehen wird. Die erste Salve war okay. Nicht übermäßig beeindruckend, aber man ist viel Rüstung da. Das Ziel wurde gewechselt im Hintergrund auf Festus, den Leech Lord. Ich glaube, das war keine so richtig gute Idee. Bannwaldläufer direkt in den Nahkampf gegen die Chaoskriege des Nurgle. Ja, 45 Nahkampfabwehr, 59 Angriff. Ihr Bonus gegen Groß geht hier so ein kleines bisschen verloren. Und hier im Zentrum sind die wilden Jäger des Kölnus in die Chaoskriege reingestürmt. Aber es ist eine schwierige Entscheidung und ziemlich riskant, da die Chaosritter des Nurgle ja direkt da sind, um zu counterchargen. Und innerhalb von Sekunden hat sich ein riesiges Gemetzel ergeben in diesem Kampf. Und ich frage mich, warum sich Phoenix King dazu entschlossen hat, direkt mit seinen ganzen Nahkämpfern hier in den Kampf zu gehen, anstatt erstmal in Ruhe ein kleines bisschen vom Chaos wegzuplänkeln. Hier sind noch Chaosrunde, die der Fl auf beiden Seiten, die den Waldelfen noch von beiden Seiten in die Bredouille bringen können. Und eigentlich kann das Chaos auch noch mit dem ganzen Rest hier um die Flanke kommen. Dann sind sie ziemlich kaputt und naja. Und natürlich kommt das Helden-Murder-Squad direkt, um Rüecher zu ermorden. Na, wenig Plänkel-Action hier gerade bei den Waldelfen los. Rüecher wird es nicht lange machen. So. Ne, also es gibt wenige Helden und legendären Lords, die zwei erhabenen Helden des Nurgle lange standhalten können, aber mal sehen. Mal sehen. Es sind auch nicht die Bannwaldläufer da. Oh, die Bannwaldläufer haben sich gut geschlagen. Okay, es waren mega Elite-Bannwaldläufer. Es war auch, denke ich, angemessen und gut, dass die den Kampf hier gegen die Chaoskrieger des Nurgle gewinnen. Und die Chaoskrieger des Nurgle haben die Bannwaldläufer auch zu 50% niedergeschlagen. Klar, Dr. Festus ist auch noch dabei. Hat jetzt auch nicht geholfen, dass der noch in der Gegend rumhängt und seinen Ärger macht. Ich glaube, er hat gerade seine Heilung aktiv. Und ja, die wilden Jäger des Königs waren auf jeden Fall auch in der Lage, nochmal die Chaosritter des Nurgle zu vertreiben. Das heißt, der Frontlinienkampf läuft gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Und das Einzige, was mich hier so ein bisschen wundert an dem Einsatz der Nurgliten, ist, dass gerade insbesondere die Chaosritter des Nurgle nicht ausreichend intensiv momentan den Plänklern hinterherlaufen, weil das sind ja die gefährlichen Einheiten. Brücher wird auch noch verfolgt. Ah, während der erhabene Held des Nurgle getroffen wird. Ich meine, Brücher hat das Glück, sie ist zu Fuß unterwegs. Und das bedeutet, sie wird häufig umgeworfen und kann dadurch keinen Schaden mehr nehmen. Ja, das ist immerhin ein gewisser Vorteil. Und die ganzen Plänkel, die ganzen Tiefwaldkundschafter werden eingefangen. Jetzt ist es soweit. Hat ein bisschen gedauert, aber der ganze Fernkampf ist jetzt gewunden. Ja, sieht so aus, als versuchen sie noch irgendwie zu schießen, aber das sieht nicht gut aus. Hier steckt so ziemlich fast das ganze Geld der Waldelfen drin, in deren eigenen Fernkampfplänklern und natürlich in ihren ihren Wildreitern. Ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus für die Waldelfen. Wenn ihre Fernkämpfer weg sind, haben sie nur noch ihre Wildreiter. Und die sind, glaube ich, auch schon, ja, beim Versuch, ihren Fernkampf zu binden, vernichtet worden. Und ich glaube, das hier geht ziemlich deutlich zugunsten von Nurgle aus. Hätte es so sein müssen,
Nicht unbedingt. Ich denke mal, es wundert mich, dass Phoenix King hier unter seinem Smurf Dwarf Require No Skill so schnell in den Kampf gegangen ist. Ich denke, er hätte sich zurückziehen können, ein bisschen kiten, dann wäre hier, glaube ich, nochmal deutlich mehr drin gewesen. Aber vielleicht hat er gedacht, er muss da jetzt rein, weil die Chaos-Kritte auch schon da sind. Aber so hat es nicht funktioniert. Und damit steht es 1:1. Meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wir gehen in das Matchspiel, aber nicht in diesem Video, sondern im zweiten Video, das heute kommen wird. Und zwar so gegen, sagen wir, 14 Uhr. Damit auch alle, die glauben, oh, das sind hier nur zwei Schlachten hier drin. Damit ist der Sieger eigentlich schon klar. Nein, heute ist es nicht so. Und deswegen, viel Spaß im nächsten Video. Vielen Dank an SoulGod und Phoenix King für dieses Matchup und wir sehen uns im nächsten, im finalen Matchup zwischen diesen zwei.